Also ich heiße Yoko Tawada und ich bin in Tokio geboren. Und als ich 22 Jahre alt war, bin ich nach Deutschland gegangen, weil ich dort eine Praktikantenstelle gekriegt habe. Und dann habe ich gearbeitet und angefangen wieder zu studieren. Ich habe in Japan schon studiert, aber und BA in Literatur so einen Abschluss gemacht. Aber in Hamburg habe ich wieder angefangen zu studieren, und zwar deutsche Literatur. Und da habe ich eine Verlegerin kennengelernt, und sie wollte, also ich habe immer geschrieben, schon als Kind. Und da diese Verlegerin wollte ein Buch von mir machen, ein Gedichtband, zweisprachig, Japanisch und Deutsch. Und das war mein erstes Buch. Und seitdem schreibe ich, und ich tue nichts anderes als schreiben. Ja, für mich war das, also ich habe mich am meisten für die russische Literatur interessiert, das ist wahr. Aber das heißt nicht, dass ich dann so gedacht habe, nicht die französische Literatur, sondern die russische, nicht die deutsche, sondern russisch, sondern die europäische Literatur. Sie haben ja alle miteinander zu tun, amerikanische natürlich auch. Das ist eine große Welt, und die wollte ich kennenlernen. Und das ist dann, war ein Zufall vielleicht, dass ich in Deutschland gelandet bin und nicht in Russland. Das war damals nicht möglich, weil das die Sowjetunion war. Und in Polen wollte ich auch sehr gerne studieren, aber das war auch nicht möglich. Also ich bin erstmal in Deutschland, mitten in Europa, und das war mir recht. Und ich wusste aber nicht, ob ich so lange bleiben kann oder nicht. Eigentlich wollte ich nur 2 Jahre bleiben. Und im ersten Jahr dachte ich, auch 2 Jahre sind sehr lang, weil alles war fremd. Es war zu viele Eindrücke, und ich musste diese neuen Eindrücke jeden Tag verarbeiten im Schlaf. Und das war anstrengend. Das war spannend, aber auch sehr anstrengend. Und ich dachte, Mann, ein Jahr ist ja schon so lang. Und wie soll ich da 2 Jahre bleiben? Aber dann wurde es sehr, sehr interessant für mich alles, jeden Tag was Neues kennenzulernen. Und dann habe ich angefangen, nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu studieren. Ich habe Leute kennengelernt und Bücher gemacht und dann gab es immer mehr zu entdecken, und es wurde immer länger und länger. Ich habe nie die Entscheidung gefallen, sozusagen länger in Deutschland zu bleiben, sondern es ist einfach so gekommen. Also durch die Sprache, besonders durch die Begegnung mit der deutschen Sprache, habe ich sehr viele Sachen entdeckt. Zum Beispiel in der japanischen Sprache gibt es ganz viele Wörter für ich. Ja, je nachdem, ob man Frau ist oder Mann ist, welche Situation, offizielle Situation oder privat oder wie man spricht, gibt es ganz viele Wörter. Und was das heißt, ich habe es darüber nie Gedanken gemacht in Japan. Aber das heißt, dass diese Bezeichnung für ich vielleicht ein bisschen, die japanische Bezeichnung für ich vielleicht sowas wie eine Beschreibung, wie eine dritte Person ist. Also ich als Lehrerin spreche jetzt, oder ich als Frau privat rede ich das, und das ist dann immer die japanische erste Person. Und das heißt, dass die Definition von ich immer von außen bestimmt ist, halb. Und im Deutschen gibt es nur ein Wort, ich, ja. Es gibt gar keine Ausweichmöglichkeiten. Jeder muss ich sagen. Es gibt keine Freiheit, ein anderes Wort zu benutzen dafür. Aber was heißt denn das überhaupt? Ist dieses ich immer dasselbe? Man kann immer dasselbe bleiben? Nein, die Deutschen verhalten sich ja auch unterschiedlich, ob sie zu Hause sind oder ob sie bei der Arbeit oder in der Öffentlichkeit sind. Und wodurch wird diese Unterschiede inszeniert oder dargestellt? Und all diese Sachen, diese Fragen, die haben keine Antwort, ja? Aber Begegnung mit einer Sprache wirft ganz viele neue Fragen auf, und das finde ich spannend. Also ich habe noch viel mehr Fragen, die durch die Begegnung mit der deutschen Sprache ich gefragt habe, und habe keine endgültige Antwort. Aber trotzdem, die Fragen selbst finde ich wichtig. Mein Lieblingswort war ganz lange Wirbelsäule. Also das ist dann diese Knochen im Rücken, ja?
das ist so Wirbel, so schön, und Säule finde ich auch schön. Aber ich habe auch ein Wort erfunden, das heißt Überseezungen. Und Übersee heißt ja, ne, Obersee, und Seezunge ist Sol, dieser Fisch, ne? Zunge ist ja Tan. Und das ist ja so eine große, große Zunge, die zwischen den Kontinent geschlagen wird. Überseezunge. Und wenn man dieses Wort ganz schnell ausspricht, Überseezungen, klingt wie Übersetzungen, Translation.